Auch wenn er seit kurzem 36 Lenze auf dem Buckel hat, ist Ale Schierschig trotzdem ein ganz dicker Fisch, den der Dengendorfer SC da an Land gezogen hat. Für Gerrit Ried, Erding und Weiden machte er seit 2005 weit über 600 Punkte, gilt als einer der besten Spieler der Oberliga Süd. Trainer John Sisinski ist jedenfalls hochzufrieden, dass man den Routinier nach Deggendorf lotsen konnte. Sehr zufrieden, ja. Er bringt diese Spielintelligenz, die jede Mannschaft braucht. Er spielt zurzeit mit Andrew Chambry und Dimitri Litisov und die harmonieren ganz gut miteinander. Chambry und Jirik spielen zurzeit meiner Meinung nach genauso stark wie Gibbons und Lineweber. Und wenn wir zwei Duos in die Mannschaft haben, die so stark sind, wir sind dann schwer zu bremsen, denke ich. Ungebremst verlief auch die Karriere des in Kladno geborenen Deutsch-Tschechen. Kaum schwerere Verletzungen und immer ein Leader in der Kabine, wenn auch nicht unbedingt der große Lautsprecher vor den Mikros. Auch hier gibt er sich erstmal bescheiden. Ja, ich hoffe, kann ich auch die jungen Spieler immer noch helfen, aber wie meine Rolle ist, da muss ich, glaube ich, Trainer fragen. Ich spiele da, wo ich Trainer sage und mache, was der Trainer sagt. Das hört natürlich jeder Trainer gerne und ehrlich gesagt kann man Jirschik auch überall hinstellen, er macht jede Reihe besser. Der DSC hat mit ihm mehr offensive Möglichkeiten und auch beim Thema persönliche Ziele ordnet sich der frisch gebackene 36-Jährige unter. Also ich habe keine persönlichen Ziele, also für mich ist es wichtig, dass der Mannschaft funktioniert und dass wir so weit wie möglich kommen. Genau deshalb wurde Jirschik auch geholt. Mit ihm an Bord hofft der DSC endlich mal die erste Playoff-Runde zu überstehen. Mein Ziel bleibt oder unser Ziel bleibt immer wieder unter die ersten vier. Wir haben letzte Saison gesehen, dass wir lang um diesen vierten Platz gekämpft haben. Am Ende sind wir nur Fünfte geworden und es hat uns vielleicht die erste Runde in Playoffs gekostet. Dieser Heimrecht ist brutal wichtig, vor allem in die kommende Saison, wenn die erste Runde gleich gegen Norden geht. Wir wollen nicht in ein mögliches fünftes Spiel irgendwo oben nach Rostock oder Tilburg fahren. Wir brauchen dieses Heimrecht. Angesichts der Neuzugänge wie Cody Brenner, Miloš Vavrusa, Pascal Sternkopf, Benedikt Böhm, Robert Pelaikis und eben Jirschik scheint dies durchaus realistisch. Also ich glaube, es ist viel möglich, aber die Wahrheit liegt immer auf Eis. Also wir müssen hart arbeiten, das ist nicht einfach. Also die Oberliga, die anderen Mannschaften haben sie auch sehr gute Verstärkung. Wie gesagt, ja, wir müssen jedes Spiel hart arbeiten und dann glaube ich, ist alles möglich. Auf dem Papier schon. Jede Mannschaft schaut, wo die Schwächen sind und was die verbessern können. Das haben wir auch gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit den Verstärkungen, die wir geholt haben. Aber wir müssen schauen, dass es eine Einheit wird und dass die zu einem Team werden. Und bis jetzt, die Stimmung in der Kabine und auf dem Eis ist sehr gut. Keine Frage, wenn alles so funktioniert, wie sich die Verantwortlichen das vorstellen und sich keiner schwer verletzt, wird der DSC ein gewichtiges Wörtchen um die Top-Platzierungen in der Oberliga Süd mitsprechen. Auch das war einer der Gründe für den Wechsel von Jirschik. Ja, weil ich sehe, dass die letzten Jahre in Deggendorf hat sich viel nach vorne bewegt mit dem Halleumbau und dass der Mannschaft die letzten Jahre super gespielt hat. Und ja, ich wollte auch noch was Neues versuchen und ja, das war die Gründe. Einen ersten Hinweis auf die Stärke der Oberliga bekommen Jirschik und Co. sowie die Fans dann sicherlich am Sonntag, wenn der DSC zum ersten Heimspiel der Vorbereitung ab 18.30 Uhr den DL2-Absteiger Rosenheim empfängt. Die Bilder dazu gibt's dann am Montag hier bei uns.